Moin, liebe Märchenfreunde, und herzlich willkommen hier in der nächsten Episode von Crusader Kings 3 zurück mit Kaiser Kurt. Und ich bin immer noch Kenny. Und ja, wir können uns für ein grandioses Dekor in unseren neuen Hallen entscheiden. Und damit wollen wir doch mal direkt einsteigen. Es drängen sich mir mehrere wahrscheinliche Kandidaten für die Umgestaltung auf, die immer am nächsten und am bemerkenswertesten sind. Die Reiche von Kaiser Heinrich, König Arne und König Rotislav. König Rotislav? Was sind das für ein König überhaupt? Nachbar der Herrscher. Aha. Königreich von Galizia. Wer ist er? Ah, Königreich von Schweden. Alles klar. Die Auswahl eines Stils, der als berühmter erachtet wird als mein eigener Hof, wäre zwar eine persönliche Demütigung, könnte mir aber auch etwas von der prächtigen Aura des fremden Reichs verleihen. Umgekehrt würde das Nachahmen eines minderen Reichs Großmut beweisen und meine Legende in der Fremde fördern. Wenn auch zum Preis einer gewissen Schmälerung meines Rufs in der Heimat. Okay. Heilige Römische Reich. 30 von euch. Ihr haltet 3 Hofpracht. Das ist nicht zu verachten. Aha. Schweden. Ihr setzt 18 Hofpracht ein. Alter Schwede, das ist ordentlich. Okay. Was haben wir hier? 19 Hofpracht setzen wir ein. Boah, das ist schon ordentlich, ne? Wo kann ich das denn jetzt gerade sehen, wie hoch denn die Hofprachtstufe ist? Das würde mich jetzt ja mal interessieren, weil wenn ich jetzt hier an den Königshof gehe, dann haben wir hier die Stufe 9, aber ich kann ja nicht sonst wie viel einsetzen. Das ist ja schwierig. Ich meine, ich brauche von keinem eigentlich die Meinung. Wir erhalten hier 3 Hofpracht und setzen 150 von unserem Ruhm ein. Ach komm, dann machen wir das hier mit dem Heiligen Römischen Reich. Meine Güte, mit dem. Mit dem Heiligen Römischen Reich. So, jetzt haben wir es. Zack. So, das wollen wir jetzt mal machen. Ja, und wir wollen jetzt auch einmal gleich mal schauen hier im Inventar. Wir können nämlich Artefakte in Auftrag geben. Erst in 5 Jahren wieder, stimmt. Ich habe gerade eben nämlich noch eins in Auftrag gegeben. Vielleicht kann ich euch das noch zeigen. Ja, Inspirationsvorhaben. Er schmiedet nämlich eine Krone, der Dietmar. Der gute Dietmar schmiedet uns eine Krone. Und das finde ich verdammt knorke von Dietmar. Und ja, so sieht es erstmal aus. Und ich habe mir auch schon so ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir die unsägliche Situation mit unserem Sohn hier ja vielleicht doch noch irgendwie ja, zum Guten wenden könnten. Er hat ja einen Anspruch auf den kaiserlichen Thron. Ich könnte ihn jetzt natürlich auch gucken. Ne, weitere. Enterben. Könnte ich ihn enterben? Das Nachfolgelinie entfernt. Was würde mir das kosten? Ihr haltet 25 Anspannung, weil ihr nachsichtig und mitfühlend seid. Erhält 5 Jahre lang Enterbter. Seine Haltung höfisch. 9 verliert 10 Jahre lang 20 Meinung von euch, ihr. Weil, ja, ich weiß nicht. Ich finde ihn jetzt halt nicht so knorke. Ich würde ihn, glaube ich, einfach gerne enterben wollen. Er kann ja von mir aus gerne noch Kaiser werden. Das wäre ja super toll. Also im Heiligen Römischen Reich. Aber hier? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sollen wir ihn enterben oder soll ich noch darauf hoffen, dass wir das noch schaffen hier? Die absolute Lehnsautorität. Dass wir dann das Ganze so verabschieden können, wie wir das brauchen. 11, 21, ja, sind immer noch 11 Jahre. Wir werden ja auch nicht jünger, ne? Ist auch schon 62, werden wir 73. Puh, das ist ziemlich hoch gepokert. Das klappt oder nicht klappt. Schwierig. Ich bin da echt hin und her gerissen. Schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare, was ihr machen würdet. Wohin ihr tendiert, was Sinn machen würde. Wir können jetzt ja auch nochmal wieder die politischen Bande so ein bisschen prüfen. Wie sieht das aus? Können wir hier das Vasallentum anbieten? Wird nicht annehmen. Warum wird er denn nicht annehmen? Warum nicht? Grundzurückhaltung, Kulturakzeptanz, gehört einem anderen Glauben an.
Er ist König. Seid nicht Stammes. Rechtmäßiger Lehnsherr. Sprunghaft. Okay. Schwierig. Krieg kann ich ihn nicht klären. Will ich eigentlich auch gar nicht beeinflussen. Er hat ja schon so eine hohe Meinung von mir. Das bringt mir dann auch nichts. Ich will einfach nur, dass er hier zu mir überläuft. Mehr will ich gar nicht. Er soll mein Vasall werden, verdammte Hacke. Was haben wir denn hier noch? Mord? Dann? Er hat einen Erben. Der will doch genauso wenig. Der wird doch genauso wenig mein Vasall werden wollen. Oder? Ah, der ist genauso wenig davon begeistert. Kann ich ihm den Krieg erklären? Bricht den Waffenstillstand. Okay, nee, das wollen wir nicht. Gucken wir mal hier rüber. Saltum anbieten. Ist im Krieg. Ah, warum bist du denn im Krieg, Bengel? Werd fertig mit deinem Krieg. Wir lassen hier einfach mal langsam die Zeit vorlaufen. Hofprachtstufe erhöht auf 10. Ja gut, das ist ja natürlich jetzt, weil wir unseren Hof da... Das ist ein reizender Kaiserkurt von das Bayerische Kaiserreich. Ich habe wohl keine andere Wahl, als euch mit einer Entscheidung zum beugen, Titel Graf von Marienburg abzuerkennen. Ach ja, stimmt. Weil, wenn ich den nämlich am Ruder gelassen hätte, dann würde er nämlich, würde ich Land verlieren. Tatsächlich. Das wollen wir ja nicht. So. Wir können ein Prachtturnier, können wir veranstalten. Sollen wir ein Prachtturnier veranstalten? Was haben wir denn sonst noch? Prachtreise, Prachthochzeit, Festmahl, Jagd, eine Pilgerreise? Frömmigkeit? Nee. Nee, nee. Nee, 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 nee. Hof halten. Wir werden jetzt erstmal Hof halten. Hören wir uns mal die Bittsteller an. Auf meinem Thron sitzend gebe ich meinen Wachen ein Zeichen, die Türen des Saals zu öffnen. Menschen strömen herein, einige stellen sich vor meinen Thron auf, während andere zur Seite treten, um das Geschehen zu beobachten. Nach einigen Augenblicken kommt sämtliche Bewegung im Saal zum Stillstand und alle Gesichter haben sich erwartungsvoll zu mir gewandt. Vor mir stehen drei Bittsteller in einer geordneten Reihe, die alle darauf warten, dass ich sie aufrufe. Ja, dann soll der erste mal antanzen. Im königlichen Dienst. Meine Vasallin, Bürgermeisterin Alcibeda, nähert sich dem Thron mit einem jungen Mann im Schlepptau. Mein Lehnsherr und Kaiser, spricht sie und fährt fort. Meine Bekanntschaft Dromomil Gnisowitz wünscht sich, in euren Rittergefolge zu werden. Gebt ihm die Gelegenheit, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Dromomil lächelt schwach. Obwohl ich nur ein mittelmäßiger Schwertkämpfer bin, hoffe ich, viel zu lernen. Gucken wir uns den mal an, den Burschen. Ah, er ist Fortner, brillanter Stratege. Ja, er ist jetzt vielleicht kampfgeschickt nicht der Beste. Aber gerecht, ruhig, religiöser Eiferer. Boah, Kriegsführung 20, der ist eigentlich gar nicht verkehrt. Ich habe meine Leibwache gefunden. Ja, dann ist auch gleich meine Leibwache. Abfahrt, zack. Eine Händlerin tritt vor, die in meinen prachtvollen Hallen eindeutig nicht in ihrem Element ist. Ich winke sie heran. Nur zu, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Hier, jawohl, mein Fürst, stammelt sie. Ich bin Magda und vertrete die verärgerten Händler und Freien aus Branjevo. Salomea, unsere Bürgermeisterin, versäumt es, auch nur die grundlegendsten Aufzeichnungen zu führen. Wir bitten demütig darum, dass sich jemand an, dass ihm durch jemand anderes ersetzt wird. Ha. Branivo wird verfrühte Wahlen abhalten. Ja, wenn die Bürgermeisterin Meinung von mir verliert, dann ist das so, ne? Wird 50 erhöht. Boah, ist das nicht schlecht. Boah, ich kann 450 daraus schlagen. Leute, das ist auch nicht verkehrt. Die Krone wird die Kaufleute der Stadt entschädigen. Ihr fehlt 450. Händler entschädigt. Entwicklungszuwachs plus 20%, Volksmeinung plus 10. Hei, hei.
Ei. Schwierig. Wagt es, den Kaiser in Frage zu stellen? In Ordnung, ihr sollt sie als Bürgermeisterin ersetzen. Nur ja, ein bisschen aufkeimender Handel. Ich glaube, wir machen das hier. Dass die Bürgermeisterin uns 450 bezahlt. Zack, jawohl. Und dann bürgerliche Rivalität. Bürgermeister Thomas, sichtlich über etwas verärgert, grüßt mich. Mein Kaiser, die dreckigen Hunde aus Kamien denken, sie wären besser als wir, bricht es aus ihm hervor. Sie machen jeden Tag auf dem Markt hochmütige Witze und spötteln über uns. Bürgermeister Buzida muss gezeigt werden, wo sein Platz ist, und diesen verdammten Narren muss klargemacht werden, dass sie Champlinek Respekt schulden, dem führenden Herzogtum in Pommern. Aber Kamien ist die schönere Stadt. Schaplinek ist zweifelsohne vorzuziehen. Hört mit diesem Unsinn auf. Wo hat das alles nur angefangen? Auf Rivalen zu sein. Bürgerlich. Oh, ja. 10% mehr Steuern wäre natürlich nicht verkehrt. Hört auf mit diesem Unsinn. So, zack. Der Bürgermeister hat gesprochen. Der Kaiser, meine ich. So, meine Aufgabe hier ist erledigt. Fein. Gut. Wenn wir schon einmal hier sind, können wir hier noch was weiter tun? Hofpracht. 92,43 haben wir. Ah, hier sehen wir es komplett. Hofpracht, da. Ah, ich sehe, ich sehe. Okay, aber wir können hier tatsächlich nicht noch mehr reinbuttern. Es geht einfach nicht. Das ist der absolute Oberknaller, ne? Hofartefakte. Können wir hier noch irgendwo was tun? Auch glaube ich erstmal nicht, ne? Nee, na gut. Nehmen wir es so hin. Wie sieht es hier eigentlich aus? Das hat niedrige Haltbarkeit. Na komm, hier, reparieren. Zack. Ist nur ein Gast an meinem Hof. Wer ist er denn? Er war auch kein schlechter Ritter. Einen Hof rekrutieren. Wie viel möchte ich denn haben? 55? Jo, das machen wir mal. Zack. Ritter, jawohl, sauber. Gleich mal ein neuer Ritter. Sauber. So soll das sein. So, die Polen führen gerade Krieg. Ich habe tatsächlich auch schon überlegt, ob wir den Polen, auch wenn das eine richtig miese Nummer wäre, weil wir mit denen ja verbündet sind. Sind wir mit denen noch verbündet? Ich gucke gerade. Nee, tatsächlich nicht mehr. Wir sind mit den Polen nicht mehr verbündet. Wir können denen den Krieg erklären. Und wir könnten hier so kleine Grafschaften und so. Deswegen könnten wir einen Krieg vom Zaum brechen, aber ich weiß ja nicht. Wir brauchen ja eigentlich nur Jadwiger hier für unser Kaiserreich. Die Grafschaft, das Herzogtum von Litauer. Achso, das gehört dann wahrscheinlich auch hier mit dazu. Das ist das Einzige, was dann fehlt. Also nimmt sich das nicht viel. Einen Verbündeten hat er. Wen hätte er denn da im Petto? Der Stärke 3705. Er führt gerade schon Krieg. Also wir könnten ihm hier schon ordentlich einen mitgeben. Mal gucken. Was möchte denn die Tochter? Mein treuer Vater. Trotz all unserer Bemühungen habe ich keinen Agenten aufspüren können. Über Oberhäuptling Atolov. Ach, scheiße. Wenn es irgendwas gibt, wirst du es finden. So, könnte ich denn vielleicht einen Anspruch bekommen? Nee. Kommunikation erbitten, das funktioniert auch nicht. Beeinflussung, ein weiterer. Oh, Anspruch erbitten. Halt einen Anspruch auf Herzogtum Masowien. Nö, eigentlich würde ich gerne. Wo ist denn Herzogtum Masowien? Das muss ich mal gucken hier. Ist das hier Masowien oder was? Zeig doch mal. Ach, das ist Masowien. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Ah, und dann können wir uns dieses Herzogtum hier noch mitholen. Masowien. Ja, ich meine, wir brauchen es ja eigentlich nicht, ne? Aber hat man, hat das, hat man, ne? Aber jetzt nur wegen dieser einen Baronie hier da Krieg zu führen, ist doch auch irgendwie Käse. Kann ich noch was anderes? Ne, das Herzogtum, das ist schon das Höchste, was geht. Ja, wir bitten mal den Anspruch. Komm, zack. Ich werde mich als würdiger Herrscher beweisen. Danke.
Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Grund, um Dinge zu tun. Okay. Was mache ich mit ihm hier? Das geht mir echt so ein bisschen auf den Geist, ne? Dass er nicht Vasall werden will. Muss man ihn da ja echt mit Krieg dazu zwingen, ne? Wann haben wir denn eigentlich einen Waffenstillstand? Herzogtum, das könnten wir noch erobern hier. Halte den umkämpften Titel. Hat Waffenstillstand gebrochen. Mal gucken. Ja, wir haben mit ihm noch einen Waffenstillstand. Ja, ist ja richtig. Okay, dann ist es der noch 2 Jahre kein Krieg. Okay. Wie ist es hier? Können wir ihm Krieg erklären? Können wir. Grafschaft erobern. Oberhäuptlingstum von Estland. So nicht mitspielt, ne? Jetzt ist er auch nicht mehr im Krieg. Ah, oder ist er noch im Krieg? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Warte mal, jetzt, das müssen wir noch prüfen. Vasallentum anbieten? Ah, er ist im Krieg. Er ist gerade im Krieg. Naja, das könnten wir auch zu unserem Vorteil ausnutzen, ne? Das könnte man ja natürlich auch tun. Weil wir müssen ja schon irgendwie ganz gerne mal so ein bisschen das Kaiserreich auch einen, ne? Das fehlt ja hier noch. Also Estland, also zumindest der Zipfel hier von Estland, der fehlt noch. Und das hier auch noch. Königreich von Estland und Oberhäuptlingstum von Estland, okay. Okay, jetzt noch ein Gast eingetroffen. Kampfgeschick 21 ausgezeichnet. Ja, Baku darf mir gerne huldigen. Dient mir gut, Graf Baku. Zieh durch. Du wirst rekrutiert. Zack. Noch ein Ritter mehr. Oh, was ist hier? Inspirierter Charakter kann finanziert werden. Das wollen wir noch mal sehen. Einen Hof rekrutieren. Und wollen wir mal gleich finanzieren. Inspiration finanzieren. Sehr schön. Das ist auch gut. Was machen wir? Sollen wir jetzt einfach wieder Krieg führen? Ganz stumpf. Da nochmal ziehen auf das Oberhäuptlingstum hier. Er will sich ja irgendwie nicht so wirklich beugen. Minus 26. Es ist ja auch gar nicht so viel, was da noch fehlt. Er ist paranoid. Wenn er nicht paranoid wäre, ne, dann wäre das alles viel einfacher. Ah, gehört einem anderen Glauben an. Seid nicht Stammes. Ah, wenn wir ihn irgendwie dazu bringen könnten, Katholik zu werden. Kann ich leider nicht. Ich wüsste nicht wie. Oder? Warte mal. Warte mal. Rat. Kann er nicht? Kann er nicht? Gemeinde bekehren? Ja, das machen wir gleich. Warte mal. Ich muss jetzt erstmal hier kurz Anspruch auf Gemeinde. Gemeinde bekehren. Und kann ich ihn da hinschicken? Geht das? Nee, es gehört nicht zu meinen Ländereien. Ah, schade. Es wäre zu einfach gewesen, ne? Verflucht. Verflucht. Na gut, 19, Alter. Irby wäre richtig gut geeignet, aber der hat nochmal ein mehr hier. Lass weg mit dir. Zack. So, und habe ich hier noch einen besseren Ratspitzel? Nö, nicht wirklich. Okay. Da ist ein Vasall von mir hier. Dann nehme ich doch lieber einen Vasall von mir hier mit rein. Zack. Zuweisen. Lassen. So. Okay, was haben wir hier? Inspiration. Jemand, den es zu beeindrucken gilt. Großvezier, Freund von mir. Nö, ich will den Basilico nicht beeindrucken. Alles gut. So. So. Okay, das funktioniert leider auch nicht, dass ich ihm da irgendwie was auf den Hals hetzen könnte. Ach, das ist doch schade. Muss es denn wieder Krieg sein? Muss es ja wohl. Es geht ja nicht anders. Bist du nicht willig? So gebrauche ich Gewalt, ne? Grafschaft erobern? Nee. Möchte gerne das Oberhäuptlingstum von Estland. Das brauche ich. Krieg erklären. Dann los. Abfahrt. Zack.
alle Armeen ausheben. So, nehmen wir mal alle unsere Armeen. Marschieren wir hier hin. Los geht's. Here we go. Ja, so lang kein Krieg mehr geführt. Mal wieder Zeit. Was ist hier? Inspiration. Denk wohl der Name. Meine geliebte Agatha. 40 Agnes, ihr halt 100 Agnes. Ah ja, Agnes ist ja tot, ne? Es braucht keine Widmung. Ach komm, hier für Agnes. Für Agnes! So, da sind jetzt noch ein paar Parteien dem Krieg beigetreten. Die haben 4060. Ah ja, das sollte aber alles machbar sein. Eine Entdeckung. Am Ende des neuesten Berichts, den Ratspitzel Alcibeta mir erstattet, hält sie kurz inne. Es gibt etwas, was ihr erfahren müsst. Offenbar steht da mein Ritter im Fokus. Tudor hat offenbar vielerlei Geheimnisse. Ich wüsste, ob das wahr ist. Tudor ist ungläubig. Ui, Digga. Das geht gar nicht. Tudor, das geht doch nicht. Ungläubig. Ja, aber wir können jetzt nicht erpressen. Unser Stresslevel ist schon wieder hoch. Na gut. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal hier um unseren Krieg. Das ist erstmal wichtiger. Dass wir denn hier Dinge tun können. Wollen wir doch mal sehen. So. Lächisch gelernt, beeindruckend. Entsendet meine Grüße. Ja, klar. Kulturen sich annähern ist immer gut. Immer gut. So. So. Wir können eigentlich mal gleich hier hingehen. Die da mal versuchen zu stellen. Danke, Mathilda. Was gibt's denn jetzt? Meine Freundin Mathilda hält mich mit einem strahlenden Lächeln auf den Gang auf. Ah, da steckt ihr Kurt. Ich habe gerade mit Heinal gesprochen. Ich hörte, wie er von ihrer Arbeit für euch. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, ihrer Wirkungsstätte einen Besuch abzustatten. Ich habe mit ihr darüber geredet, wie man eure Erwartungen gerecht werden kann. Ich denke, euch wird das Ergebnis gefallen. Oh, danke, Mathilda. Könnte von leicht niedriger Qualität sein. Nein! Warum? Adrian. So. Was hier so steht, kann er mal darüber. So, da wird dann schon mal belagert. Das ist auch sehr fein. Und dann gehen wir hier auch gleich nochmal auf die Stadt. Ja, zieht ihr euch da mal nach sonst wohin zurück. Das ist mir erstmal Banone. Genau. So. Kann ich die Armeen zusammenziehen hier? Ja, Armeen zusammenfassen. Sehr gut. Die fassen wir auch mal zusammen. So. Genau, dann belagern die hier. Seid gegrüßt, mein stattlicher Lehnsherr. Lass uns keine weitere Zeit verschwenden. Nö, dann lass. Wir stehen da jetzt eh schon vor den Toren und wollen da Dinge tun. Ah, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie hier auf uns marschieren. Ah, nee, die gehören gar nicht zu uns. Ah, okay, Neutralarmee. Ja, denn. Mein Sohn. Ah, noch ein Sohn wurde geboren. Halleluja. Ein guter pommerischer Name. Bodan. Bogislav Kajetan. Hm. Wir haben jetzt ja schon. Warte mal. Wir haben doch jetzt schon einen Horst. Wir haben einen Horst, den Unehelichen, den Gavel und wir haben einen Ottokar. Hm. Den könnten wir doch auch noch mal einen Wolfgang. Mögest du stark und weise werden, mein Sohn. Perfekt. Das Ersuchen finanzielle Mittel. Ja, komm. Kriegst nochmal 50 Gold. Ist okay. Damit kann ich leben. So, wie sieht's hier aus? Festung stürmen könnten wir schon. Machen wir das auch einfach mal? Ah, müsste eine breschende Mauer sein. Haben wir nicht. Okay. Okay, okay. Sitzen wir das mal noch ein bisschen aus. Noch 4 Monate noch. Brauchen wir hier mal noch ein bisschen. Bisschen mehr Speed rein.
Eheliche Vertraulichkeit. Ich überlege, ob meine Gemahlin etwas erzählen soll, wenn wir das nächste Mal unter uns sind. Was ich über Graf Wyschislaw in Erfahrung gebracht habe, soll sie brennend interessieren. Ja, komm, ich werde das mit ihr teilen. Das mache ich. So. Neue Schmiede. Meine Fresse, schon wieder 50? Ja, komm, sieh durch. Hauptsache, es wird gut. So. So, jetzt haben wir schon mal den einen Pott hier eingenommen. Und jetzt gehen wir einfach mal hier hinten drauf auf die. Mal gucken, was passiert. Inspiration verwirklicht. Oh, eieiei. Eine Krone ausgezeichneter Machart. Hier drüben, mein Fürst, ruft Ritter Dietmar und winkt mich mit einem breiten Grinsen herüber. Ich habe viele Tage und Nächte daran gearbeitet, doch endlich ist mein Werk vollbracht. Er überreicht mir einen Stoff eingewickelten Gegenstand. Als ich enthülle, was sich darin verbirgt, mache ich große Augen. Eine elegante Krone von ausgezeichneter Qualität. Die Krone wurde aus Elektronen gefertigt, okay, und mit filigranen Verzierungen versehen. Das ist bezaubernd. Krone von Rustoki. Kriegsverlustunsicherheit -3%. Die wollen wir doch auch mal direkt anlegen, oder was? Das ist doch mal. Ja, was macht die? Ha! Hier, die wollen wir. Bäm, Junge. Zack. Und jetzt können wir wieder Auftrag geben? Ne, 15 erst. Okay. Ich bin immer so voreilig. Oh, ich freue mich immer so über neue Gegenstände. Ja, jetzt flüchtet ihr nämlich, ne? Ihr Säcke. Jetzt haut ihr wieder ab. Könnte ich da belagern, aber gucken, ob wir den denn hier vielleicht noch stellen, so rein zufällig. Jetzt haben wir das auch eingenommen. Also dem hier noch mit seiner Armee hinterherlatschen, ne? Ich weiß das nicht. Das ist ja geil. Ach, der auf dem Seeweg verkrümelt er sich jetzt. Das ist ja auch ein feiger Lump. Ein feiger Lump. Ach, jetzt kommt er von da rum. Alles klar. Christe. Den Christe jetzt. Welle um Welle. Ein Anblick der Ruhe. Es vergeht selten ein Jahr, in dem ich keinen Anlass habe, den Seeweg zu nutzen. In Anbetracht der Nähe zu Corporiere wäre ich töricht, wenn ich es nicht täte. Die heutige Reise ging schnell. Meine Anwesenheit war erforderlich, um einen kleinen Streit zu schlichten, sodass ich das friedliche Gefühl genießen kann, mit der Fähre nach Hause zu fahren und so zu sehen, wie die Küste an mir vorbeizieht, vollkommen gelöst und sorgfrei. Ich stehe auf dem Deck des Schiffs und lehne mich über die Bordwand und fühle mich so ruhig und friedlich. Das ist beinahe hypnotisch und verlieren sogar Anspannung. Perfekt. So, und jetzt sind wir hier mittendrin in der Schlacht. Schon mal. Zack, die ersten aufgerieben. Gar kein Ding. Jetzt wollen wir gleich hier die nächsten mal ein bisschen vertrimmen. Ah, da ist sogar der Heeresführer dabei. Sehr gut. Perfekt. 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 So. Da. Forderung erzwingen. Bam. So sei es. So. Jetzt ist das auch schon mal eine Außenstelle des Kaiserreichs. So weit, so gut. Sieg. Bündnis aushandeln. Zwischen unseren Stärken. Prinz Ottokar. Ah ja, mit Sohnemann. Natürlich. Natürlich, Ottokar. Wollen wir doch ein Bündnis haben. Meine Güte. Könnte es auch anders sein. Das ist doch hier jetzt mein Jüngster, Wolfgang. Du wirst von mir unterrichtet. Und du brauchst doch auch noch eine... Du wirst mal ein Diplomat. Warum mal ein Diplomat in der Familie? Zack. So. Business Hofarzt wurde erhöht. Sehr schön. So, Auszeichnung für Literang. Was? Die Auszeichnung erster Kamera ist nun unbesungen. Hat ihre Effekte. Heieieiei. Na gut. Das hat schon mal geklappt. Du hättest mein Vasall werden können. Wolltest du aber nicht. Du wolltest nicht mein Vasall werden. Hast du leider Pech? Hast du leider einfach Pech? Ich hab's dir angeboten. Hast du vielleicht deine Meinung jetzt geändert? Vasallentum? Nö, immer noch nicht. Mann. Krieg darf ich dir wahrscheinlich auch immer noch nicht erklären, ne? Nee, Waffenstillstand. Okay.
Okay. Ja, wir können den Polenkrieg erklären, ich weiß. Da, Stammesbesitztümer feudalisieren. Das machen wir mal. Zack. Stammesfeste feudalisieren. Wir müssen hier nämlich. Es kostet bloß immer ein Schweinegeld. 500 Gold. Aber es ist halt. Ist halt leider nötig. So, zu einem Burgbesitztum gemacht, genau. So, niedrige Gemeindekontrolle, wo denn? Oh, wir haben sogar null. Grafschaft von Viruma. Ja, okay, das haben wir jetzt ja auch gerade erst. Ist es uns ja mehr oder minder in den Schoß gefallen. Aber, das ist nicht schlimm. Können wir hier jemanden hinschicken, der sich darum kümmert? So. Okay. Burg im schönen Hafen. Fein. Okay, das haben wir auch. Zumindest das schon mal. Gut. Wir haben hier auch jeden Preis. Titelverkauf nutzen. Aha. Dann freischalten. Mach mal. So. Zack. Das jute Kaiserreich. Ja, aber ach, der estische König hier, der geht mir echt noch hart auf den Sack. Dass er hier nicht aus der Hüfte kommt, dass man, ja, Mörder sein will. Dass er nicht mein Vasall werden will. Das, ja, weiß ich nicht. Mag ich nicht. Ja, es wird wohl auf Krieg hinauslaufen müssen, ne? Damit wir das Reich halt einen können. So wie sich das gehört. So wie es sein muss. Damit zusammen wächst, was zusammen gehört. So, niedrige Gemeindekontrolle, ja, daran arbeiten wir ja schon. Können Bündnisse aushandeln. Oh, das ist doch immer gut. Prinz Horst, na klar, komm, hier, Bündnis, zack. Schwiegerenkel, ja, machen wir auch. Schwiegerenkel. Schwippschwager. Kann alle. Jawohl. Gefangene können Lösegeld einbringen. Das machen wir doch auch mal. Jo. Lösegeld, 25 Gold. Zack. Und die auch. Achso, er denkt schon über einen Vorschlag von mir nach. Was ist hier? Mit Horst? Ich habe Horst dabei zugesehen, wie er mit anderen Kindern spielt, als Sarah plötzlich versuchte, ihn zu Boden zu schubsen. Horst nahm es gelassen und setzte sich mit Sarah zusammen, um die Sache zu besprechen. Horst weiß, dass man, wenn nötig, auch die andere Wange hinhalten muss. Darf sich das nicht gefallen lassen? Nicht nachsichtig, sondern zornig? Nee. Ah, sprunghaft ist auch nicht gut. Nee, dann soll er ruhig nachsichtig sein. Das ist für einen Herrscher manchmal gar nicht verkehrt. Wunderbare Neuigkeiten. So, nun denk mal schneller hier über meinen Vorschlag nach. Na bitte, jetzt hat er es doch. Nochmal 10 Gold, bitte. Oh, laufende Wahl im Heiligen Römischen Reich. Wie sieht es hier eigentlich aus? 4. Oh, die Brosche der pommerschen Kultur. Inspiration verwirklicht. Das ist ausgezeichnete Machart. Fein. Müssten wir eigentlich sowieso mal reingucken hier, was wir jetzt eigentlich alles so haben. Ansprüche, keine Artefaktansprüche. Okay, Schmuckstück. Ich kann die hier nicht per Drag and Drop reinziehen, aber ich kann es auswählen. Sehr schön. Das ist gut. So, was ist hier? Lösegeld bezahlen. Ja, ist okay. Raus. Alles raus. Ich brauche das Geld nicht, aber ich nehme es natürlich gerne mit. Ich würde ja lügen, wenn ich es nicht tun würde. Ja, Wahl Heiliges Römisches Reich. Ich frage mich, was da los ist. Oh. Festmahl bei Prinz Herbert, beim Sohnemann. Der will sich auch einschleimen, wa? Na komm, machen wir. Zack, Abfahrt. Söldnerhauptmann angeworben. Okay. Ich schätze, es muss sein. Ja, es nützt ja nichts, ne? Es nützt ja nichts. Also Reise anzeigen. Und ja, wie das Festmahl verläuft, würde ich sagen, schauen wir uns dann eigentlich mal so denn in der nächsten Episode an. Und ja, wir sind zumindest ein Stück weit weitergekommen in dieser Episode, dass wir hier oben diesen kleinen Zipfel von Estland uns noch unter den Nagel reißen können.
konnten, aber ja, so wirklich hier das Königreich Estland, das knickt noch nicht so recht ein. Das gefällt mir auch nicht. Da müssen wir noch irgendwas tun. Aber auch das werden wir noch hinkriegen. Und allgemein die ganze Verwaltung mit den ganzen Ländereien und so, da müssen wir auch ganz dringend was tun. Aber wie sich das Ganze weiterentwickelt, werdet ihr dann in der nächsten Episode erfahren. Ich hoffe, dass das Ganze euch bis hierhin gefallen hat und dann freue ich mich schon darauf, euch in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Bis dahin, habt einen granatenstarken Tag. Macht's gut. Ciao.